Willkommen zurück bei City Skyline, bei den Radikal-Umbaumaßnahmen mit dem Injalt. Moin moin. Ja, wir sind wieder zurück und ja, letzte Folge habe ich ja hier einfach alles weggerissen und ein bisschen hier sowas hier gebaut. Oh, ich bin mal gespannt, wie das alles so klappt. Ich muss noch ein paar Gebäude wie Wasser und sowas wieder neu aufbauen. Und ansonsten, wie läuft's bei dir? Ich verfeine jetzt noch ein bisschen das Bahnsystem vom Güterverkehr. Da läuft noch nicht alles so, wie ich es gern hätte. Ja, das ist natürlich auch mal ein bisschen kritisch mit dem Ganzen, ne? Ja. Da. Ah, Gefälle zu steil. Mal so. Schön, aber hoffentlich effektiv. Gebiete ausweisen. Machen wir das hier wieder alles zur Industrie? Und dann hatten wir natürlich hier noch irgendwo ein paar kleine Parks stehen, die ich alle weggerissen habe. Ah, okay, so sieht das Ding aus. Ich hatte mir noch so eine Brücke hinzugefügt. So, ich denke mal, die Parks reichen. Und eine U-Bahn-Station habe ich, glaube ich, auch mit weggerissen. So was. Was machst du denn für Sachen? Ich find's auch geil, man kann die halt einfach nicht wieder an die Stelle setzen, wo sie bereits war, ne? Ist ein bisschen ärgerlich, aber naja. Hey, jetzt sind plötzlich alle traurig. Naja gut, ums U-Bahn-Netz kümmere ich mich dann. Ich drücke jetzt einfach mal Play und guck mal, was passiert. Viel Erfolg. Danke, danke. Okay, Industrie besiedelt sich jetzt schon wieder an. Wie mir scheint, die Autos, gut, die müssen jetzt erstmal alle wieder kommen, die sind ja alle verschwunden plötzlich. Das Verschwinden der Autos. So, ich muss mal gucken. Irgendwas hatte ich noch hinzugefügt, ich weiß gar nicht mehr, was das war und wo ich es finde. Ach verdammt, jetzt fällt mir auch wieder ein, welches Tool mir fehlt. Ich wollte doch ganz gerne Begrünungen vernünftig machen. Glaube ich, hatte hier irgendwo einen Platz, wo ich den Flughafen einbauen kann. Das muss man machen. Ich habe überall Gefälle, ist zu steil für den Flughafen. Ich finde es ganz cool, wenn du Bäume auf diese lilanen Flächen baust, dass sie direkt gelb oder braun werden. Ja. Ah, schade, schade. Stelle zu steil. Flexibel das Ding. Stadtgrenze.
Flughafen, wo finde ich den denn? Bei Transport? Achso, ja, da habe ich noch nicht freigeschaltet. Yep. Da brauche ich 70.000. 12.000 fehlen mir dazu noch. Ah, eine Feuerwehr fehlt hier bestimmt auch noch, ne? Oder habe ich die weggerissen? Da könnte es was finden. Hinziehen. Hoffentlich klappt das jetzt. Wäre zu steil. Ah, da. Braucht natürlich auch noch Strom und Wasser. Eine Schule im Industriegebiet kommt auch immer gut, oder? Vermutlich. Ach, Wasser. Hä, da oben habe ich kein Wasser? Das ist doch nun voll das alte Gebiet da oben. Naja, gut. Kein Bau. Da kein Bau auf Wasser möglich. Dann Strom eben von da rüber. Wollen alle unbedingt hierher. Warum? Aber es scheint besser auszusehen. Also ich hatte eben vorher kilometerlange Staus und jetzt sieht das hier wieder einigermaßen in Ordnung aus. Bis auf hier. Ja, solange sie sich noch nicht dran gewöhnt haben. Also langsam kommen jetzt auch wieder, ja, so unregelmäßigen Abständen ein paar Leute in die Stadt. Jetzt habe ich gerade minus ein. Einer hatte keine Lust mehr. Das ist der normale Bahnhof. Wie kann ich mir irgendwie Bahnhöfe anzeigen lassen? Achso, ich brauche nur auf Güterbahnhof gehen und dann zeigt er mir die Bahnhöfe an. Alles klar. Boah, da hinten ist überall kein Strom. Warum? Hä? Da runter, da noch eine Autobahn. Abfahrt hier lang. Hä, meine halbe Stadt hat keinen Strom mehr. Hast du irgendwas Wichtiges weggerissen? Ich habe eine Stromerzeugung Kraftwerk oder sowas. Von 1,3 Megawatt, also 1300, und habe eine Stromverbrauch von 600. Vielleicht irgendwo was unterbrochen oder vielleicht noch ein vorübergehender Stromausfall. Ja, unterbrochen ist nichts. Und wenn ich habe jetzt nochmal eine zusätzliche Leitung gelegt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Nee, mein Atomkraftwerk ist auch noch da. Das verstehe ich jetzt nicht. Oh, und die ganze Stadt geht irgendwie bankrott gerade. Ich habe überall jetzt Dollar. Achso, das sind alles Steuern zu hoch, oder? Weiß ich nicht, ich muss mal draufklicken, was die meckern. Steuern sind zu hoch. Okay, da kann ich ja Abhilfe verschaffen. Die neuen Umbaumaßnahmen müssen ja finanziert werden. Das ist richtig.
So, das Steuerproblem ist gelöst und der Strom scheint auch weg zu sein. Ich weiß nicht, was da los war. Es war eigentlich alles verbunden miteinander. Ich verstehe nur nicht, warum du so viel einnimmst, verdammt. Ich habe gerade minus 3000 Einwohner. Ja, bei mir ist gerade auch runter auf 29.000. Du hast nur noch 29.000 Einwohner? Nein, Ach so, die Einnahmen. Woran liegt das? So eine Idee? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, wann das runde gegangen ist. Ich habe nun auch nur noch 23.000, aber du hast 80.000. Ich meine, irgendwo müssen sie ja hergekommen sein, die 80.000. Da ist der erste Passagier zum Flughafen gefahren. Sehr gut. Ja, den würde ich mir wünschen, aber im Moment, wie gesagt, das muss ich jetzt natürlich erstmal wieder alles ein bisschen einpegeln, bis wir hier wieder auf einen Nenner kommen. Leider zu steil, sonst gehen wir hier hin, machen wir dann so eine kleine Touristenstraße. Gut, der geht irgendwie nicht weg, ich habe keine Ahnung warum. Hier steckt er mir die ganze Zeit eine unfertige Linie, aber ich kann da irgendwie nichts ändern. Also der Verkehr hat sich da an der Stelle auf jeden Fall beruhigt. Ja, schon mal sehr gut. Ja, auf jeden Fall. So langsam kommt die Industrie wieder. Jetzt kommen wieder 200 Einwohner mehr in die Stadt. Ich denke, das Schlimmste ist erstmal wieder überstanden. Ist natürlich immer wieder schön mit anzusehen, was das für Auswirkungen hat. Geringer Bodenrichtwert. Na, dann kann doch ein Park Abhilfe verschaffen. Da schön. Und da landete das erste Flugzeug bei mir. Hast natürlich voll cool in Szene gesetzt, ne? Oh, da kommt schon das zweite. Jetzt ist aber, ne? Geht's aber los bei dir. Und dann nimmt der Anlauf und hebt ab. So, ich baue mal wieder hier fröhlich überall ein paar Parks hin, damit die Leute sich auch wohler fühlen. Ah, hier hinten, da fehlt einiges. Los, ändert eure Farbe. Das ist nicht genug Strom. Strom. Mehrere Probleme. Ah. Oh. Also, wir brauchen mehr Strom. Wenn du trotz Atomkraftwerk mehr Strom brauchst, dann ja. Hast du einen ganz schönen Stromverbrauch auf jeden Fall. Yep. So, warum sind hier zwei verbrannte Gebäude? Kommt hier keine Feuerwehr hin? Doch, die Abdeckung ist doch gut hier hinten. Was habt ihr denn? So, ihr habt da nochmal eine kleine Feuerwehr. Ich bin ja da nicht so. Wie sieht es denn generell aus mit Feuer? Was? Oh, ihr seid gar nicht abgedeckt hier hinten. Krass. Nicht in meiner Stadt. Ja. Das nicht. Genau. So, jetzt gucke ich nochmal. Also wie gesagt, der Verkehr hat sich um einiges beruhigt. Das sieht viel besser aus. Ich bin auch wieder fast auf meiner alten Einwohnerzahl. Ich kriege gerade immer so 250 plus ungefähr, 300 jetzt. Und ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Und meine beiden Hauptstraßen, ich weiß nicht, ich kann mich bestimmt daran erinnern, die ich so nebeneinander parallel geführt habe, was am Anfang ein bisschen für Mist gesorgt hat, sage ich mal. Die beiden sind jetzt tatsächlich Tunnel, die super funktionieren. Und darüber ist ein riesiger Kreisverkehr. Sehr gut. Ja. Hat sich das Update ja doch gelohnt. Bisher für mich auf jeden Fall.
Und bei dir hat das ja auch, glaube ich, ganz gut geklappt, ne? Jetzt mit deinem Güterbahnhof und so. Ja, muss jetzt nochmal nachschauen, ob der Tunnel genutzt wird. Sieht so aus. Jo, läuft. Ja, dann würde ich Boom. sagen, schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge Feines angehen. Der wirtschaftliche Aufschwung kann ja jetzt wieder kommen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Jo. Bis dahin, macht's gut, ciao. Ciao.